leider gehen für Cannabis immer noch eine Menge Menschen in den Knast und das ist schädlich. Ganz klar, Knast ist schädlich und Knast für Cannabis ist ganz besonders schädlich. Und deswegen bin ich ganz froh, heute den André Musa-Schmitz hier zu begrüßen vom Knastschaden-Kollektiv. Hallo André. Der André kann uns nämlich erzählen, wie schädlich der Knast ist, für nicht nur für Cannabis-Delikte und dass man sich auch selber engagieren und wehren kann, wenn man als Betroffener, wenn man betroffen ist. Willkommen, André. Bonjour, assalam. Und wieder stehen wir hier vom Knastschaden-Kollektiv und wir sind es leid zu bitten, zu fordern, denn die Wahlversprechen sind wie eure Politik durchzogen mit Lug und Trug. Während 2010 es noch 120.000 Verfahren wegen Besitz gab, so gab es im Jahre 2022 über 217.000 Strafbefehle. Wir vom Knastschaden-Kollektiv veranstalten jedes Jahr den Gedenktag für die Toten in Haft. Und die Zahl der Suchtkranken ist 2022 so gestiegen wie noch nie. Wir sind es leid, Milliarden in den Krieg zu gehen, während in Berlin suchtbetroffene Jugendliche werden keine Reisen mehr finanziert. Wasserspielplätze werden geschlossen, Jugendeinrichtungen werden geschlossen, Spielplätze für Jugendliche, also es gibt auch Spielplätze für Jugendliche, wo so Skateboards und so weiter, werden nicht mehr saniert, weil kein Geld mehr da ist. Drogeneinrichtungen erhalten kein Personal und keine Ehrenamtliche sind müde und kaputt von Windmühlenkampf. Daher gibt es nur eine Forderung. Es reicht uns. Legalisiert es und setzt endlich eine BTM-Politik um, dass die Menschen sich einrauchen, rauchen dürfen. Denn wir stehen in der EU ganz, ganz weit unten. Jede Woche erreichen uns Hilferufe von Menschen, die für wenige Gramm Marihuana in Haft sollen, während die Großen sich kaputt lachen. Wir freuen euch, also wir freuen uns, wenn ihr zum Gedenktag am 18.10.2023 euch zu begrüßen. Und eines möchte ich noch sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil wochenlang, monatelang, ein Jahr lang, zwei Jahre lang lese ich Instagram, Twitter, Facebook und so weiter die ganze Gejammer, keine Hanffreigabe. Und heute waren, ich weiß nicht wie viel, 100 oder 1000 da. Wenn nur ein Drittel gekommen wären und laut gewesen wären, dann hätten sie es auch da gehört oder da gehört. Denn es reicht uns. Daher seid laut, seid weiter laut und alle, die hier steht, ihr seid laut. Daher unser Kampf wird weitergehen und wir werden weiterkämpfen. Danke. Ja, vielen Dank, André.